Grüß Gott und herzlich willkommen zur dritten Online-Lerneinheit zur Didaktik der Geometrie. Heute beschäftigen wir uns einerseits mit dem Bilden geometrischer Begriffe und andererseits mit dem Lösen von geometrischen Problemen. Beide Grundformen mathematischen Arbeitens kommen auch jeweils nicht geometriespezifisch in den Grundfragen des Mathematikunterrichts vor. Deshalb werde ich mich jedenfalls beim Wie jeweils auf zwei exemplarische Beispiele beschränken. Das ist gleichzeitig auch das letzte Video, in dem es um Grundformen mathematischen Arbeitens gehen wird. Ab dem vierten Video gehen wir dann nochmal etwas näher an die Praxis heran und schauen uns so beinahe jahrgangsweise an, welche Inhalte da im Geometrieunterricht jeweils vorkommen. Stellen wir uns zu Beginn einmal ganz dumm und fragen, was ist ein Begriff? Im Alltag würden wir vielleicht sagen, Begriffe, das sind halt Worte. Aus der Erfahrung in Mathematikvorlesungen würden wir vielleicht sagen, halt etwas, das der Prof da definiert. Für das Begriffsbilden brauchen wir aber mehr. Wir machen daher zunächst eine kleine interkulturelle Sprachübung. Also bitte, wie nennen Sie diese drei Gegenstände? Je nachdem, ob Sie in Österreich oder in Deutschland sprachlich groß geworden sind, haben Sie vermutlich eher die oberen oder eher die unteren Worte verwendet. Haben wir Deutschen und haben Sie Österreicher jetzt also verschiedene Begriffe von den Objekten? Oder verwenden wir nur verschiedene Worte für dieselben Begriffe? Im Fall von Polster und Kissen bzw. Paradeiser und Tomate würde ich meinen, dass wir die Worte jeweils synonym verwenden. Alles das, was Sie Polster nennen, nenne ich Kissen. Man sagt dann, die Begriffe sind gleich, aber die Bezeichnungen sind verschieden. Etwas anders sieht das bei Kasten und Schrank aus. Beim Kasten denkt der Österreicher auch an das Möbelstück, das der Norddeutsche eher nur Schrank nennt. Zu so einer stabilen Holzkiste sagen aber beide Kasten, jetzt werden Sie vielleicht einwenden, ich sage da eher Kiste zu, aber angeblich sagen da auch beide zu Kasten. Wobei der Sauerländer vielleicht sogar zuerst an so eine Kiste voll 500 Milliliter Glasmantelgeschosse denkt. Man sagt dann auch, der Begriffsumfang von Kasten, also die Objekte, die sich die Bezeichnung teilen, ist in Österreich und Deutschland verschieden. Solche regionalen Sprachvarietäten schlagen sich dann auch im Begriffsinhalt nieder. Der Begriffsinhalt gibt die Bedeutung eines Begriffs wieder. Also schlagen wir mal im Duden nach. Man sieht hier, im Alltag teilen sich bisweilen sehr unterschiedliche Objekte ein und dieselbe Bezeichnung. Da kann man auch nicht so einfach eine Definition angeben, sondern muss sich im Fall von Kasten mit 14 verschiedenen Beschreibungen zufrieden geben. Die drei Objekte von vorhin fallen unter drei verschiedene Beschreibungen. Und unter der dritten ist dann auch die regionale Varietät Kasten ist gleich Schrank für Süddeutschland, Österreich und die Schweiz aufgeführt. Wichtig ist, Begriffe im Alltag und in der Geometrie bezeichnen immer eine Klasse von Objekten. Also Kasten ist gewissermaßen der Name für sämtliche Schränke in Österreich, Süddeutschland und der Schweiz. Das ist nicht der spezielle Name für Ihren ganz persönlichen Kleiderschrank daheim. Man kann die Beziehung zwischen Bezeichner, Begriff und den Objekten, die so bezeichnet werden, beziehungsweise die im unter einen Begriff fallen, auch in so einem semiotischen Dreieck darstellen. Da hat dann vor allem Professor Kaduns seine Freude. Das will ich hier aber nicht weiter vertiefen. Wichtig erscheint, dass ein Begriff Lernen deutlich mehr beinhaltet, als nur eine neue Bezeichnung, gewissermaßen so wie eine neue Vokabel zu lernen. Weigand formuliert als Anforderung an den Begriffserwerb, daher in Anlehnung an Vollrath, dass ein Begriff erst dann verstanden ist, wenn sein Begriffsinhalt und Begriffsumfang geklärt ist und man den Begriff zu anderen in Beziehung setzen kann und über Kenntnisse und Fähigkeiten in der Anwendung des Begriffs verfügt, sowie weiters verschiedene Begriffsbildungen und Definitionen kritisch reflektieren kann. Also eine Menge Holz, aber was sind denn jetzt geometrische Begriffe und wie kriegt man die einigermaßen übersichtlich sortiert? Sie erinnern sich vielleicht an die Übung aus der ersten Sitzung. Waren das auf den Karten alles Begriffe? Ist zum Beispiel Konstruieren ein Begriff? Ist Vergrößern und Verkleinern ein Begriff? Und
Haben wir da intuitiv richtig sortiert? Oder ist da in der Didaktik vielleicht etwas Besseres im Angebot? Leider muss man Englisch und etwas profan sagen, dass die Didaktik da einen ziemlichen Clusterfuck veranstaltet. Wir nehmen das aber eher locker, was mir die Gelegenheit zu einer weiteren Nerd-Referenz und Ihnen die Gelegenheit zum Ausprobieren dieses langsame Abspielen-Buttons gibt. Zu einer Wissenschaft gehört es, dass man die Dinge, die einem begegnen, zu klassifizieren und zu systematisieren versucht. Da verhält sich der Mathematikdidaktiker nicht grundsätzlich anders als der Vogelkundler. Was dem einen seine Greifvögel, Rackenvögel, Spechtvögel, Singvögel und so weiter und so fort sind, sind dem anderen diverse Unterteilungen mathematischer Begriffe. Ich konnte dabei in der Literatur wenigstens 15 verschiedene Klassifikationen von Begriffen finden und wenigstens 4 verschiedene Systematisierungen, also gewissermaßen Klassifikationen von Klassifikationen. Während die Lernenden im Unterricht bisweilen orientierungslos vor eine Vielzahl ihnen zunächst fremder Begriffe gestellt werden, tut es die Geometriedidaktik dem Unterricht dann gleich und stellt nun die angehenden Lehrpersonen ihrerseits vor eine Vielzahl von Klassifikationen und Klassifikationen von Klassifikationen, wobei mit deren Anzahl wohl nicht unbedingt deren Orientierungsfunktion zunehmen. Lassen wir uns dennoch auf das Spiel ein. Beginnen wir mit den inhaltlichen Einteilungen. Kaduns und Stresser schlagen hier eine Unterteilung in Figurenbegriffe, Abbildungsbegriffe und Maßbegriffe vor. Die Unterteilung lehnt sich an das Buch von Holland an und ist auch eine von 4 Unterteilungen, die Jürgen Roth in seinen Vorlesungsfolien aufgenommen hat. Zu den Figurbegriffen gehören die üblichen Ebenenverdächtigen, also Dreieck, Quadrat, Kreis und so weiter, aber auch deren räumliche Pendants, also Prisma, Würfel, Kugel und so weiter, die man gemeinhin ja eher als Körper bezeichnet. Da hört es aber nicht auf, denn auch Eigenschafts- und Beziehungsbezeichnungen wie parallel, kongruent und achsensymmetrisch gehören zu den Figurenbegriffen, weil damit halt Eigenschaften von bzw. Beziehungen zwischen Figuren beschrieben werden. Bei den Abbildungsbegriffen werden Geradenspiegelung, Drehung, Kongruenzabbildung und zentrische Streckung genannt. Das ist recht eingängig, hat aber den Nachteil, dass außer der Geradenspiegelung keiner dieser Begriffe im Lehrplan der Unterstufe in Österreich auftaucht. Man hat also eine Klasse von Begriffen, für die man eigentlich nur einen einzigen Repräsentanten hat. Maßbegriffe sind da wieder unproblematisch. Länge, Winkelgröße, Flächeninhalt und Volumen finden sich auch im Lehrplan und der legt sogar gratis noch das Gewicht mit drauf. Eine zweite inhaltliche Unterteilung stammt von Marianne Franke. Sie ist vor allem für den Volksschulbereich gedacht. Hier werden nun Objektbegriffe, Eigenschaftsbegriffe und Relationsbegriffe unterschieden. Unter den Objekten finden wir die üblichen Ebenen und räumlichen Verdächtigen, also Würfel, Quader, Zylinder, Dreieck, Viereck. Zu den Eigenschaftsbegriffen gehört dann unter anderem dreieckig, rund, quadratisch. Da kommen einem schon erste Zweifel. Muss man den Begriff quadratisch eigentlich getrennt vom Begriff Quadrat erwerben? Die Trennung wird noch etwas weniger eingängig, wenn bei den räumlichen Eigenschaften auf einmal sogar Quadrat, Kreis und andere Ebene Objektbegriffe nochmal wieder als Eigenschaftsbegriffe auftauchen. Die Rechtfertigung besteht wohl darin, dass Dinge, die in der Ebenengeometrie ausdrücklich Studienobjekte sind, also etwa Quadrate und Kreise, in der räumlichen Geometrie dann eben bestimmte Begrenzungsflächen darstellen, die man dort nicht als solche studiert, sondern nur zur Beschreibung von Eigenschaften nutzt. Das erklärt auch, warum die null- und eindimensionalen Grundobjekte, Punkt, Strecke, Seite, Ecke, ebenfalls nicht als Objekt, sondern als Eigenschaftsbegriffe auftauchen. Neu sind hier die Relationsbegriffe. Steht neben, liegt hinter, ist parallel zu, ist symmetrisch zu. Mathematisch betrachtet sind das alles zweistellige Relationen. Also Beziehungen, die zwischen zwei Objekten bestehen können oder nicht und bei denen es nahe liegt, diese eben nicht mit den Figurbegriffen in einen Topf zu werfen. Bei Jürgen Roth findet sich dann eine ähnliche Unterteilung als logische Unterteilung. Diese verzichtet auf die etwas fragwürdige Trennung von Objekt- und Eigenschaftsbegriffen und nimmt zusätzlich dann noch Funktionsbegriffe auf. Jetzt denken Sie vielleicht, da gehören dann vermutlich genau die Abbildungen hinein, weil Abbildungen sind ja eh Funktionen vom R2 in den R2 oder halt vom R3 in den R3 oder manchmal eben auch noch vom R3 in den R2. Fast noch wichtiger ist aber, dass hier auch alle Maßbegriffe landen, denn diese sind Funktionen, die jeder Strecke eine Länge, jeder Fläche einen Flächeninhalt, jedem Winkel eine Winkelgröße bzw. jedem Körper einen Rauminhalt zuordnen. Man kann aber auch den Begriff Streckensymmetrale als Funktionsbegriff auffassen, denn jeder Strecke ist eindeutig genau eine Gerade als Streckensymmetrale zugeordnet. Man sieht bei dem Beispiel auch gut, dass Funktionsbegriffe spezielle Relationsbegriffe sind. Für jede Strecke kann man unendlich viele Geraden finden, die zu ihr normal sind, hat also eine Relation vorliegen. Es gibt aber nur eine Streckensymmetrale, also hat man da sogar eine spezielle Relation, nämlich eine Funktion vor sich. Wir sind aber noch nicht fertig mit den Klassifikationen. Recht spärlich ist die Einteilung nach axiomatischen Gesichtspunkten. Nach dieser Unterteilung gibt es einerseits undefinierte Grundbegriffe, das sind in der Geometrie vor allem Punkte und Geraden, und dann gibt es abgeleitete Begriffe, das sind die, für die man Definitionen angeben kann und die durch diese Definitionen gerade auf die Grundbegriffe zurückgeführt werden. Diese Unterteilung ist historisch betrachtet allerdings eher jung. Der alte Euklid hat noch versucht, alle Objekte zu definieren, wo dann halt so Blumigkeiten herauskommen wie ein Punkt ist, was keine Teile hat. Mit David Hilberts formalistischem Programm ist dann Schluss mit solchen Blumigkeiten. Grundbegriffe werden gar nicht definiert, im Zweifelsfall soll man sich unter einer Gerade oder einem Punkt nichts Konkretes vorstellen. Beziehungsweise soll in der Axiomatik
Mathematik alles, was man mit Punkten und Geraden tun kann, so genau und ausdrücklich festgelegt werden, dass man an jeder Stelle anstatt von Punkten, Geraden und Ebenen auch von Tischen, Stühlen und Bierseideln reden kann. Mit Bierseideln ist das in der Unterstufe natürlich so eine Sache und diese grobe Unterteilung ist didaktisch wohl allgemein eher von geringerem Wert, da in der Schule einfach nicht einmal annähernd axiomatisch Geometrie betrieben wird. Da nehmen wir vielleicht lieber noch die Unterteilung nach Bedeutung der Begriffe her. Die findet sich bei Vollrad und Roth und dann wohl nicht ganz zufällig auch wieder in Roths Vorlesungsfolien. Da stehen halt oben die wichtigen Dinge. Leitbegriffe sind die, die man nicht in ein paar Unterrichtsstunden abgefrühstückt hat, sondern die einen schlimmstenfalls die ganze Schulzeit verfolgen, weil man zunächst eher intuitiv naiv an die Sache herangeht und dann im Laufe der Zeit neuen Objekten und neuen Phänomenen begegnet, die jetzt auch noch unter den Begriff fallen sollen. Wozu aber der Begriffsinhalt präziser oder anders gefasst werden muss. Kandidaten sind da vor allem die Begriffe Figur, Körper, Flächeninhalt und Volumen. Kongruenz und Ähnlichkeit wären dann typische Vertreter für Schlüsselbegriffe, die begleiten einen schon mal über den Geometrieunterricht eines ganzen Schuljahres. Wohingegen zentrale Begriffe dann wenigstens noch eine ganze mehrstündige Unterrichtsreihe über Thema sind. Arbeitsbegriffe sind dann schließlich solche, bei denen man im Grunde schon streiten anfangen kann, ob das nicht einfach nur Bezeichnungen sind, die man halt nebenbei einführt, damit man zu dem Ding da oben beim Dreieck eben Ecke sagt und nicht Ding da oben beim Dreieck. Wo man daher davon ausgeht, dass die sich durch ständige Verwendung einfach einschleifen oder dass man den ganzen Begriffserwerbszirkus von Weigand bzw. Vollrad veranstalten müsste. Das war jetzt auch nur bedingt hilfreich. Ich biete als Alternative mal einen Rückgriff auf die Grundfragen des Mathematikunterrichts an. Dort hatten wir das operative Prinzip kennengelernt, samt der Dreifaltigkeit von Objekten, Operationen und Eigenschaften bzw. Beziehungen. Das nehmen wir jetzt mal her, weil einige von Ihnen sich da eh schon daran gewöhnt haben und wir schauen auch nochmal in den Lehrplan hinein. Da lassen sich nämlich alle Begriffe ganz gut einsortieren. In der Spalte Operationen habe ich dabei die meisten Dinge grau eingefärbt. Meiner Meinung nach geht es da nämlich weniger ums Begriffslernen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Konstruieren denke, sondern darum, dass man Verfahren zur Herstellung und zur Darstellung von geometrischen Objekten kennenlernt. Die eigentliche Herausforderung ist dann nicht der Erwerb des Begriffs Konstruktion, sondern dass man zum Beispiel weiß, wie man mit Zirkel und Geodreieck ein Parallelogramm konstruiert. Das hatten wir aber schon vor 14 Tagen, also weiter im Text. Für das langfristige Lernen geometrischer Leitbegriffe gibt es dann verschiedene Stufenmodelle. Auch da, das rechte Modell ist eh ein Thema in den Grundfragen des Mathematikunterrichts. Heute soll uns reichen, dass da in der Unterstufe zwei wichtige Stufen genommen werden. Während man in der Volksschule Figuren eher ganzheitlich wahrnimmt, schaut man sich in der Sekundarstufe dann zunehmend die Beziehungen an, die zwischen Elementen einer Figur bestehen. Also zum Beispiel Beziehungen zwischen Seitenlängen und Winkelgrößen. Und man versucht sich zunehmend von der Anschauung zu lösen und diese Beziehungen als logische Folge anderer Beziehungen aufzuzeigen. Hatten wir aber auch schon vor 14 Tagen, also wieder weiter im Text. Insbesondere für das Lernen von Objektbegriffen erscheint mir diese Aufstellung von Weigand sehr eingängig. Begriffslernen wird hier in drei Komponenten unterteilt. Aufbau angemessener Vorstellungen, Erwerb von Kenntnissen, Aneignen von Fähigkeiten. Das schauen wir uns an einem Beispiel mal genauer an, wobei sie dann auch wieder aktiv werden sollen. Wir beginnen mit dem Aufbau von Vorstellungen, für den Weigand drei Komponenten benennt: Handeln, Wahrnehmen und Verbalisieren. Handeln führt auf Begriffsbildung nach dem operativen Prinzip. Da sollen Sie jetzt aktiv werden. Da wir sparefrohs und Digital Natives sind, machen wir das natürlich ja alles ohne Transparentpapier und basteln das dann so umständlich in einem dynamischen Geometriesystem nach. Ihre Aufgabe ist jetzt, erst Button links klicken, dann öffnet sich in einem neuen Fenster ein zuvor vorbereitetes GeoGebra-Arbeitsblatt. Das bearbeiten Sie und dann kehren Sie wieder zum alten Fenster zurück. Dann Button rechts klicken, da kommen dann Fragen zum Arbeitsauftrag. Wenn wir die Übung mit echten Lernenden gemacht hätten, hätten diese anders als Sie natürlich nicht für alle entstehenden Vierecke schon eine Bezeichnung gekannt. Nona, die Übung dient ja gerade dazu, die Begriffe Parallelogramm und Raute überhaupt mal einzuführen. Lernende könnten aber beobachten, dass Vierecke mit Paaren paralleler Gegenseiten automatisch auch Paare gleich langer Seiten haben und dass gegenüberliegende Winkel gleich sind und nebeneinander liegende Winkel sich zu 180 Grad ergänzen.
Man kann auch umgekehrt herangehen. Bei Gelenkvierecken sind alle Seitenlängen fixiert. Wählt man gegenüberliegende gleich lang, dann sind diese automatisch auch parallel. Auch das kann man dann wieder in einem DGS nachbauen. Wobei unsere Beobachtungen noch einer Begründung harren, die sparen wir uns aber für den Teil Probleme lösen auf. Bei der Wahrnehmung von Begriffen geht es darum, dass Objekte in Bildern und Zeichnungen wiedererkannt werden. Dafür sind einerseits Prototypen wichtig, also in unserem Fall ein Bild von einem typischen allgemeinen Parallelogramm. Man soll aber auch Spezialfälle wie Rauten oder Rechtecke als Parallelogramme erkennen. Anders als bei der intuitiv ganzheitlichen Figurwahrnehmung soll man Parallelogramme jetzt ja anhand ihrer Eigenschaften auffinden. Und jede Raute und jedes Rechteck hat alle Eigenschaften eines Parallelogramms und ist somit eben ein Parallelogramm. Das ist meiner Erfahrung nach etwas, was selbst Studierenden manchmal noch etwas schwerfällt, weil die auch so eine Art partitionale Klassifizierung von Vierecken im Kopf haben, bei der dann Rechteck und Parallelogramm disjunkte Klassen bezeichnen, also einerseits Rechtecke, andererseits Parallelogramme. So ist das aber in der Geometrie nicht. Da haben Sie das Rechteck als eine Untermenge des Parallelogramms. Beim Begriffserwerb geht es nicht zuletzt um das Kommunizieren. Man soll mathematische Bezeichnungen korrekt verwenden und die bezeichneten Objekte möglichst eindeutig beschreiben lernen. Weigand empfiehlt hier ausdrücklich, auch rein verbal Aufgaben zu stellen, auch solche, wo man sich Dinge vorstellen soll, ohne sie überhaupt zu Papier zu bringen. Das nennt man dann Kopfgeometrie. Zum Parallelogramm erwähnt er etwa dieses Beispiel. Kommen wir zum Erwerb von Kenntnissen. Hier geht es vor allem um Kenntnisse zu Eigenschaften der Begriffe bzw. Objekte, um Beziehungen zwischen Eigenschaften, also das, was man Sätze nennt, und um Beziehungen zu anderen Begriffen, also das Begriffsnetz. Beim Parallelogramm wären das etwa erstens Eigenschaften, also welche Seiten sind parallel, welche sind gleich lang, welche Winkel sind gleich groß, welche ergänzen sich zu 180 Grad und was weiß man über die Diagonalen. Zweitens Beziehungen zwischen Eigenschaften, also etwa weil gegenüberliegende Seiten parallel sind, sind sie auch gleich lang. Oder umgekehrt, beides würde eines Beweises bedürfen. Und so weiter. Lesen können Sie eigentlich selbst. Schließlich drittens, Beziehung zwischen Begriffen. Was muss für ein Parallelogramm gelten, damit es auch eine Raute oder auch ein Rechteck ist? Auch welche Vierecke sind im Allgemeinen keine Parallelogramme? Wir kommen dann abschließend noch zum Aneignen von Fähigkeiten. Das ist aber eher straightforward. Konstruieren, berechnen, Problemlösen. Problemlösen kommt später. Konstruieren und berechnen ist recht selbsterklärend. In Österreich gibt es allerdings die Eigenheit, dass man für die Vierecke in der zweiten Klasse lernt, wie man die konstruiert. Flächeninhalte des allgemeinen Dreiecks und der Vierecke ist dann erst in der dritten. Warum, weiß vermutlich auch kein Mensch mehr. Da wird halt irgendwie der Stoffplan von der zweiten Klasse schon voll gewesen sein. Bei diesem Bereich gibt es dann am ehesten auch Streit zwischen Didaktik und Schulpraxis. Viele Lehrpersonen sagen, das mit den Eigenschaften und Beziehungen und dem Problemlösen ist ja alles ganz nett, aber am Ende sollen die Dinge halt konstruieren und berechnen können. Viele Didaktiker sagen, naja, aber wenn die Konstruktionsanleitung einfach nur auswendig lernen, dann wissen die spätestens beim dritten Vierecktyp gar nicht mehr, welche Anleitung zu welchem Viereck gehört. Und immer in Flächeninhaltsformeln einsetzen. Das ist doch fad. Und irgendwie ist das auch nicht Geometrie. Und Sie sagen vielleicht, warum lernt der von uns den Schaß schon wieder? Ich mache das später eh so, wie es im Schulbuch steht. Sagt der von uns, habe ich prinzipiell nichts gegen. Aber so eine Unterteilung, wie die da auf der Folie ist, die kann ja gerade auch helfen, aus so einem Schulbuch so die richtige Mischung an Beispielen auszuwählen, damit die Lernenden dann ausgewogene Gelegenheiten zum Begriffserwerb haben. Schauen wir mal in ein paar aktuelle Schulbücher herein. Dieses Buch setzt beim Aufbau von Vorstellungen alleine auf das Herzeigen eines Prototyps aus der Umwelt, also Wahrnehmen. Handeln und Verbalisieren kommt in dieser Begriffsbildungsphase gar nicht vor.
Dafür haben wir direkt auf der ersten Seite die Beziehung zu anderen begriffen, also den Erwerb von Kenntnissen. Und auf der zweiten Seite dann auch die Aufforderung, einen Zusammenhang zwischen Eigenschaften zu begründen. Daneben die üblichen Aufgaben zum Berechnen von fehlenden Winkeln und zum Konstruieren mit Zirkel und Geodreieck, also Aneignen von Fähigkeiten. Wichtig hier, das ist Aneignen von Fähigkeit, das ist jetzt nicht Handeln, nur weil Sie da Zirkel und Geodreieck herausnehmen. In diesem zweiten Buch gibt es zum Aufbau von Vorstellung neben dem Wahrnehmen auch das Handeln. Sogar unser Gelenkviereck hat es in dieses Buch geschafft. Bei den Fertigkeiten wird, welch Sakrileg, nicht nur eine Standardkonstruktion mit dem Geodreieck beigebracht. Zuvor dürfen Lernende ausdrücklich Kästchengitter und Koordinatensystem benutzen. Das Buch schwächelt aber dann deutlich beim Kenntniserwerb. Die Eigenschaften werden zwar durch Handeln erarbeitet und dann auch nochmal schriftlich festgehalten. Beziehungen zwischen Eigenschaften oder Beziehungen zu anderen Vierecks-Typen kommen aber gar nicht vor. Im letzten Schulbuch begegnen uns dann unsere Parallelstreifen, also im Bereich des Aufbaus von Vorstellungen, wieder das Handeln. Außerdem auch verschiedene Übungen zum Wahrnehmen, auch durchaus nicht prototypische Beispiele. Sogar mit einer Tabelle, die die Ober- und Unterbegriffsstruktur verdeutlicht. Bei den Kenntnissen direkt wieder auf der ersten Seite die Beziehung zu anderen Begriffen, die auf der dritten Seite dann auch getrennt nach Eigenschaften ausgeführt wird. Direkt darunter einige Aufgaben zum Begründen von Zusammenhängen zwischen Eigenschaften. Berechnen und traditionelles Konstruieren findet sich dann erst auf der vierten Seite. Auf Seite 1 und 2 dagegen wieder Aufgaben zum Zeichnen mittels Koordinatensystem. Insgesamt bietet dieses Schulbuch sicher das abgerundetste Paket von den dreien. Jetzt sagen Sie, Moment, 2/3 des Videos sind rum und der Fons hat noch gar nichts zum Definieren gesagt. Sage ich, in der Pflichtlektüre können Sie etwas zum Definieren nachlesen, unter anderem auch, warum das bei der Begriffsbildung didaktisch gar nicht unbedingt im Zentrum steht. Bevor es hier mit dem Problemlösen weitergeht, wie gewohnt noch ein paar Fragen zum Verständnis. Auch zum Problemlösen erfahren Sie bereits einiges in den Grundfragen des Mathematikunterrichts. Wir müssen heute zunächst noch mal wissen, was denn ein Problem ist. Nach Duncker entsteht ein Problem, wenn ein Lebewesen ein Ziel hat und nicht weiß, wie es dieses Ziel erreichen soll. Wo immer der gegebene Zustand nicht durch bloßes Handeln, also das Ausführen selbstverständlicher Operationen, in den erstrebten Zustand übergeführt werden kann, spricht man von einem Problem. Büchter und Leuders formulieren das etwas sparsamer. Eine problemlöse Aufgabe oder auch kurz ein Problem ist die Aufforderung, eine Lösung zu finden, ohne dass ein passendes Lösungsverfahren auf der Hand liegt. Diese zweite Definition hat den Nachteil, dass dann nicht so deutlich herauskommt, dass für den Problemlöser das Verfahren nicht auf der Hand liegen darf. Problem ist immer auch eine subjektive Kategorie, was für die Lehrperson auf der Hand liegt, kann bei Lernenden durchaus sehr angestrengtes Denken auf den Plan rufen. Was man wohl mit Jürgen Roth festhalten kann, es gibt natürlich Aufgaben, für die Sie den Kids ausdrücklich Routineverfahren beibringen. Die sollen dann eigentlich, nachdem das passiert ist, keine Probleme mehr darstellen. Und es gibt eben andere Aufgaben, für die gibt es gar keine etablierten Routineverfahren. Wenn Sie da die Lösung nicht gerade zufällig kennen, gibt es dann immer eine Barriere, die zu überwinden ist. Und mit Wegen der Überwindung solcher Barrieren beschäftigt man sich beim Thema Problemlösen. Wozu braucht man das? Kaduns und Stresser sehen Problemlösen im größeren Kontext entdeckenden Lernens und borgen sich von Heinrich Winter 4 Zielsetzungen aus. Erstens, in der Mathematik muss man einen Satz ja erstmal finden, bevor man ihn dann beweisen bzw. den Beweis aufschreiben kann. Wenn man mathematische Lehrbücher liest, dann findet man da oft nur die fertigen Beweise und fragt sich dann immer, wie kommen die denn jetzt darauf?
Genau darauf will man mit dem Problemlösen antworten. Da soll so den Mathematikerinnen und Mathematikern so ein bisschen in die Küche geschaut werden. Weil das Finden bzw. das Erfinden von neuer Mathematik gehört ja genauso dazu, wie dass man dann irgendwann dieses neue Wissen durch Beweise in bestehendes Wissen einbettet und das neue Wissen absichert. Zweitens. Eigenständig ein Problem lösen führt meist zu einem tieferen Verstehen der Lösung, als wenn Ihnen jemand einfach die Lösung verrät, und kann drittens dann zu einem Erfolgserlebnis und zu einer größeren Identifikation mit dem Thema führen. Wohlgemerkt kann, nicht muss. Und man kann halt auch ein Misserfolgserlebnis haben. Viertens schließlich, wenn das Denken auf den Plan gerufen wird, muss man sein eigenes Wissen sichten und bewerten. Solche sogenannten metakognitiven Aktivitäten können dann zu einer besseren Vernetzung und Neuorganisation von bereits bestehendem Wissen führen. Und das ist halt grundsätzlich mal positiv zu bewerten. So, aber wie rennt das jetzt ab? Damit beschäftigt man sich in der Heuristik. Da sind verschiedene Dinge im Angebot, von denen wir uns heute nur die bereichsspezifischen heuristischen Strategien und ganz kurz einen allgemeinen Lösungsplan anschauen. Sie erinnern sich oder Sie ahnen, der Rest ist in Grundfragenthema. Der bekannteste Problemlöseplan stammt von Georg Polja. Der ist Ungar, daher passt die Aussprache bestimmt nicht. Vielleicht heißt er Polja. Und dieser Problemlöseplan, der stammt aus seinem Buch How to Solve It, das auf Deutsch so etwas großkotzig Schule des Denkens heißt. Polja war ein geniales mathematisches Allround-Talent und hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch Laien und Laien mit Strategien des Problemlösens vertraut zu machen. Bei ihm ist Problemlösen in 4 Phasen gegliedert. Erstens, Problem muss erstmal verstanden werden. Also etwa, was ist überhaupt gegeben? Was ist gesucht? Dann zweitens, Plan ausdenken. Zusammenhänge zwischen gegebenen Größen suchen, Hilfsaufgaben betrachten, Hilfslinien einzeichnen. Drittens, den Plan ausführen, dabei jeden Schritt sorgfältig kontrollieren und dann hoffentlich bei der Lösung ankommen. Und viertens soll man in der Rückschau die Lösung nochmal prüfen, auch schauen, ob man noch auf einem anderen Weg darauf kommt. Und man soll auch nochmal Revue passieren lassen, was man da getan hat, was die Barriere letztlich dann beseitigt hat, weil das kann man ja eventuell bei einem anderen Problem auch nochmal wieder brauchen. Den Plan gibt es auch in einer ausführlicheren Version, die passt aber nicht so gut auf so eine Folie, die gebe ich dann einfach in die Pflichtlektüre herein. Ich gebe Ihnen hier noch einige Beispiele für hilfreiche geometriespezifische heuristische Strategien mit auf die Folie. Sie lesen da vielleicht mal ein bisschen selber. Die laufen eigentlich alle darauf hinaus, in Figuren so symmetrische, kongruente oder ähnliche Teilfiguren aufzufinden. Weil, wenn etwas symmetrisch, kongruent oder ähnlich zu etwas anderem ist, dann kann man aus der gegebenen Gleichheit bzw. Ähnlichkeit von gewissen Strecken und Winkeln auf die Gleichheit bzw. Ähnlichkeit anderer Strecken und Winkel schließen. Und ziemlich genau darum geht es bei 90% der Beweisberechnungs- und Konstruktionsaufgaben, für die man nicht bzw. noch nicht über ein Routineverfahren verfügt. Wir nehmen hier mal direkt das noch offene Beweisproblem zu den Parallelstreifen und den bei Überlagerung entstehenden Vierecks-Typen her. Die rechts sind eher langweilig, weil da sind nach Konstruktion die Seitenlängen gerade die Streifenbreiten, also gleich, und die Winkel halt alle 90 Grad. Da ist jetzt irgendwie nichts mehr zu beweisen. Links verbergen sich hingegen echte Beweisprobleme. Also nochmal abschließend frisch ans Werk. Wir beginnen hier mal mit dem allgemeinen Fall, also dass die Parallelstreifen nicht gleich breit sind. Jetzt sollen wir uns zunächst einmal überlegen, was gegeben ist. Gegeben ist, dass das Parallelstreifen sind, das sind also Parallelen. Das heißt, die Seiten dieses Vierecks, die gegenüberliegenden, die sind jeweils parallel. Was ist gesucht? Gesucht ist, dass die gegenüberliegenden Seiten auch jeweils gleich lang sind. So, jetzt müssen wir uns einen Plan ausdenken.
Wir könnten uns zum Beispiel überlegen, was kennen wir so für Sätze an parallelen Geraden? Das wären Sätze über Stufenwinkel oder über Wechselwinkel. Ich glaube, bei Ihnen heißen die Wechselwinkel auch manchmal Z-Winkel. Das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. Das andere, was auch hilfreich sein wird, wäre, wenn wir Dreiecke hätten, weil bei Dreiecken haben wir Kongruenzsätze und wenn wir dann Aussagen darüber hätten, dass an diesen geschnittenen Parallelen jeweils gewisse Winkel übereinstimmen, dann wüssten wir dann auch unter Umständen, dass wir da kongruente Dreiecke hätten. Also müssen wir kongruente Dreiecke auffinden. Wenn wir kongruente Dreiecke auffinden wollen, ist es natürlich immer schon hilfreich, wenn wir Dreiecke haben, bei denen bestimmte Seiten einfach übereinstimmen. So, und das müssen außerdem auch noch Teildreiecke sein von unserem Parallelogramm, also wo wir ja noch nicht wissen, ob da auch wirklich die Seiten gleich lang sind. Das heißt, als erstes werde ich mal hingehen und werde eine Hilfslinie einzeichnen, was ja auch eine wichtige heuristische Strategie ist. Und damit haben wir jetzt hier zwei Teildreiecke. Und bei diesen zwei Teildreiecken wäre es so, wenn diese zwei Teildreiecke kongruent wären, dann hätten wir auf jeden Fall gegeben, dass die gegenüberliegenden Seiten gleich lang sind, weil das sind ja jeweils entsprechende Seiten in den Dreiecken. Gut, jetzt müssen wir mit Winkeln an geschnittenen Parallelen arbeiten. Nehmen wir mal das erste Paar paralleler Geraden. Dann haben wir hier Z-Winkel bzw. Wechselwinkel. Die sind also kongruent. Jetzt haben wir also schon eine übereinstimmende Seite und zwei gleiche Winkel in den Dreiecken. So, jetzt weiter mit dem nächsten Winkel. Den kriegen wir nicht direkt. Jetzt wäre es ja für Winkel, Seite, Winkel ganz nett, wenn wir den anderen Winkel hier auch noch als kongruent aufzeigen könnten. Das ist aber nicht so leicht. Wir nehmen lieber das andere Paar der Geraden mal her und sehen, dass diese beiden Winkel Stufenwinkel sind, also auch kongruent. Gut, jetzt müssen wir den Winkel, der hier unten liegt, noch hier oben rüberbringen. Und dazu gucken wir wieder auf die anderen Parallelen und sehen jetzt, dass das hier wieder Wechselwinkel sind. Die sind also auch gleich. So, jetzt haben wir aber auch noch die Winkelsumme im Dreieck und damit sind die roten Winkel auch gleich. Jetzt haben wir also hier Winkel, Seite, Winkel, Winkel, Seite, Winkel sind gleich. Damit sind die Dreiecke kongruent. Das heißt, diese Strecke ist so lang wie diese Strecke und diese Strecke ist so lang wie diese Strecke. So, jetzt wollen wir uns mal den spezielleren Fall angucken. Was ändert sich eigentlich, wenn beide Streifen gleich breit sind? Erstmal gilt unsere ganze Argumentation natürlich wie vorher. Wir wissen also, dass diese Seite so lang ist wie diese und dass diese Seite so lang ist wie diese. Was wir aber noch nicht wissen, ist, dass diese Seite auch genauso lang ist wie diese. Jetzt müssen wir mal nachdenken. Was ist jetzt wirklich neu? Neu ist, dass jetzt dieser Streifen so breit wie dieser ist. Wir müssen also irgendwas mit den Abständen anfangen. Zeichnen wir uns mal die Normalabstände an geeigneter Stelle ein. So, jetzt habe ich hier die Normalabstände eingezeichnet und eventuell sehen Sie jetzt schon zwei neue Dreiecke, bei denen wir wieder eine Kongruenzargumentation aufziehen können. Ich zeichne die mal ein. Das sind diese violetten Dreiecke. Wären diese violetten Dreiecke beide kongruent, dann wären ja hier unten die Winkel auch wieder jeweils gleich. Und damit hätten wir dann in diesem Inneren, in diesem Parallelogramm, hätten wir dann natürlich zwei gleichschenklige Dreiecke, wo jeweils dieser Winkel und dieser Winkel gleich groß sind. Und damit wären auch die beiden Seiten gleich lang. Gut, dann schauen wir uns mal an, ob wir das bewiesen kriegen. Wir haben jetzt hier schon wieder die gemeinsame Strecke blau. Und wir haben diesen gegenüberliegenden Winkel gemeinsam. Und was wir natürlich auch haben, ist, dass diese beiden Strecken gleich lang sind, weil wir hatten ja gesagt, die Streifen sind gleich breit. So, jetzt haben wir hier also Seite, Seite, Winkel. Da muss man ja immer ein bisschen aufpassen bei Seite, Seite, Winkel, dass man den Winkel hat, der der längsten Seite gegenüberliegt. Das ist hier aber kein Problem, weil das ein 90-Grad-Winkel ist und der 90-Grad-Winkel liegt sowieso immer der längsten Seite gegenüber. Also die beiden Dreiecke sind kongruent nach Seite, Seite, Winkel und damit sind dann schließlich diese beiden Winkel gleich groß. Und jetzt haben wir damit gezeigt, dass diese inneren Dreiecke hier gleichschenklige Dreiecke sind, weil die übereinstimmende Basiswinkel haben und damit ist auch diese Seite so lang wie diese, insgesamt alle Seiten gleich lang und damit liegt dann tatsächlich eine Raute vor und damit sind wir dann fertig. Jetzt sagen Sie vielleicht, ach Herr Frohns, bei Ihnen sieht das ja immer so einfach aus, aber ich kriege das doch nicht hin und
eh keine Schülerin von mir und erst recht kein Schüler. Sag ich nur, schauen Sie mal bei Clemens Heuberger bei der Mathematik-Olympiade vorbei. Da werden Sie sich wundern, was so Kids alles hinbekommen. Und auch Zwerge haben mal klein angefangen. Also im Ernst jetzt. Es gibt ja auch kleinere Problemlösebeispiele. Weigand führt in diesem Beispiel ein Berechnungsproblem an, bei dem die Lösung nicht einfach durch Einsetzen in die Formel erfolgt. Ähnliche Beispiele, also so leichtere Problemlöseaufgaben, findet man durchaus auch in verschiedenen Schulbüchern, wie Sie hier sehen können. Wir sind hier am Ende. Es folgt für Sie der Abschlusstest und der Abspann. Für mich der Abbau. Ich kann mich wieder etwas bequemer anziehen und habe dann Feierabend. Also viel Erfolg!